Nachgefragt. Eine Sendung zu Themen von gestern, heute und morgen. Zu Themen aus Politik, Kultur, Sport und vieles mehr. Heute im Gespräch mit EU-Abgeordneter Pascal Arimont. Herzlich willkommen zu der Sendung Nachgefragt. Heute mit dem EU-Abgeordneten Pascal Arimont. Pascal Arimont ist der Vertreter der deutschsprachigen Gemeinschaft in der EU und vieles mehr. Aber das ist im zweiten Teil dieses Interviews. Wir möchten Pascal Arimont heute etwas näher kennenlernen in seiner privaten Form. Wer ist Pascal Arimont eigentlich? Herzlich willkommen, Pascal Arimont. Hallo. Pascal Arimont, tja, wir schreiben das Jahr 1974. Was sagt das für Pascal Arimont? Am 25. September hatte ich Geburtstag und deswegen ist das mein Geburtsjahr. Hm. Pascal Arimont, ein waschechter Ostbelgier? Aber sowas von, also groß geworden in Born, in der schönen Gemeinde Amel. Aber geboren? Geboren in Malmedy. Mhm. Aber damals gingen die Mütter, die in Born wohnten, in Amel wohnten, entweder nach St. Vith oder nach Malmedy. Das hing ein bisschen immer vom Gynäkologen ab. Und meine Mutter ist dann mit uns, ich glaube mit uns drei Kindern nach Malmedy gegangen und ein Kind ist in St. Vith geboren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich wurde in Malmedy geboren und das steht auch in meinem Pass. Echt? Da steht geboren in Malmedy und deswegen bin ich dann so ein wenig frankophil und frankophon angehaucht. Ja. Genau. Geschwister in dem Sinne? Drei. Drei? Ich bin der auch Jüngste. Auch in der Politik? Nee, niemand. Also ich bin da in dem Sinne das schwarze Schaf der Familie, weil ich in der Politik jetzt auch arbeite oder mich auch immer für Politik interessiert. Das wird immer diskutiert zu Hause, aber niemand ist in einer Partei oder ist irgendwo politisch tätig. Aber ich habe einen Bruder und zwei Schwestern und bin der Jüngste. Also wie darf ich mir das vorstellen? Diskussion zu Hause über Politik engagiert? Die Familie selbst oder nur interessehalber? Also wir sind, meine Eltern sind Landwirte. Wir hatten und haben nach wie vor einen kleinen Bauernhof. Damals war der nicht so klein, sondern dann relativ groß, weil man damals mit 30 Kühen ein großer Bauer war. Heute ist man damit eigentlich fast ein Hobbybauer. Und wer Landwirtschaft zu Hause hat, der diskutiert sehr lebhaft über die Zukunft dieses Berufes und über wie man Landwirt denn leben kann und wovon ein Landwirt leben kann. Und damals so der Einstieg in so politische Diskussionen kam bei mir, als man darüber diskutierte, Molkereien zu schließen und wie die Bauern sich danach untereinander verbündeten, wohin die Milch geliefert werden sollte, ob die nach Pronsfeld oder nach Wallhorn gehen sollte. Mhm. So diese Diskussionen habe ich mit meinem Vater und meinem Onkel und meinem Bruder in großen Sälen mitverfolgt. Das waren Debatten, da ging es heiß her. Mhm. Wer Landwirte kennt, der weiß, dass sie nicht um den heißen Brei reden, sondern Tacheles reden, so auch wie der Schnabel gewachsen ist. Und daraus ist auch bei mir die Erkenntnis entstanden, dass ich das mag, diese Debatten, mich auch gerne streite im besten Sinne des Wortes und auch gerne Recht habe am Ende der Debatte. Mit Recht haben und Recht sein ist eine ganz andere Baustelle. Absolut. Aber hat denn dazu beigetragen, dass Sie in drei Generationen Haus groß geworden sind? Ja, absolut. Wie darf ich mir das vorstellen? So wie man ein drei Generationen Haus sich vorstellen muss. Opa, Oma, meine Eltern und vier Kinder unter einem Dach. Mit ganz kleinen Zimmern, meistens noch mit einem Geschwisterpaar in einem Zimmer, in einem Bett schlafend. Badezimmer kleiner als der Raum, den wir jetzt sehen, für alle. Und da gab es auch so eine Art Hierarchie zwischen den Generationen. Also Opa und Oma waren dann in dem Sinne die Weisen, die eigentlich so ratgebend zur Seite standen. Vater und Mutter sind die entscheiden und wir Kinder mussten uns irgendwo da unterordnen. Und es hat mir, glaube ich, sehr gut getan, zu erfahren, dass man, wenn man jung ist, glaubt man ja, die Welt zu kennen, eben die Erfahrung gemacht hat, dass das nicht so ist. Und dass die älteren Personen in dem Haushalt vieles schon erlebt haben, was ich dann erleben durfte und mir auch immer sagten, du meinst, dass das jetzt so sei, aber wir können dir aus Erfahrung sagen, das ist wahrscheinlich etwas anders und das tut dann auch gut.
Was für ein junger Mensch nicht ganz einfach ist, oder? Nö, aber... Wie ist es denn mit den eigenen Kindern? Sie sind ja nun verheiratet, haben selbst ein paar Strops oder so. Zwei. Ne? Wie schaut es denn da aus? Im Endeffekt entdeckt man in sich selbst sehr viel von seinen Eltern und von seinen Großeltern. Das, was man früher als schwierig empfand, weil man die Eltern zu streng sah oder die Großeltern auch streng sah. Man muss wissen, meine Großeltern waren extrem katholisch. Das kam dann auch noch dazu. Da hat man sich auch dran gerieben. Das findet man in sich selbst zurück und entdeckt das auch und ist da nicht unfroh drüber, dass es so ist. Dass man eine gewisse Strenge zu Hause erlebt hat oder dass man sich hat ausdiskutieren können? Viele grundsätzliche Reflexe, wie man mit Menschen umgeht. Vieles, was dazu beiträgt, dass man den le bon sens in sich fühlt. Und den guten Sinn. Den guten, den normalen Sinn in sich fühlt und dass das Leben aus ganz einfachen Prinzipien besteht und man sich an diesen einfachen Prinzipien orientieren soll. So bin ich auch erzogen worden. So, wenn du nichts tust, da wirst du nichts. Ab und zu ist es besser, mal gepflegt die Klappe zu halten und zuzuhören. Und man soll vor allen Dingen nie vergessen, woher man kommt und nicht meinen, man sei was Besseres oder anderes, vielleicht weil man mal eine höhere Schule erlebt hat. Also bei uns hat meine Schwester Kindergarten studiert, mein Bruder fährt LKW, meine Schwester arbeitet in der Metzgerei und ich habe dann studieren dürfen. Aber diese Familie hat mich tatsächlich auch immer sehr direkt daran erinnert, nur weil du jetzt studierst, bist du nichts Besseres, nichts anderes. Und ein Handwerk ist mindestens genauso wertvoll wie ein Beruf jetzt. Ich bin dann Anwalt geworden, wie ein solcher Beruf. Das sind so die ganz einfachen Prinzipien. Und die versucht man dann auch seinen Kindern jetzt schon beizubringen. Ne? Pascal Arimo studierte Philologie. Ja. Wie kam er dazu? Er wollte Sportjournalist werden, wenn ich in der dritten Person von mir... Nee, ich wollte tatsächlich, ich bin ein begeisterter Fußballer gewesen. Habe lange Jahre auch selbst gespielt und wollte dann tatsächlich so in die Richtung Sportjournalismus gehen. Wollte Fußballspiele kommentieren aus großen Stadien und wusste nicht so wirklich, was man dazu am besten studieren soll. Dann hat mein alter Lateinlehrer mir gesagt, hör mal, wenn du ein Gefühl für Sprache entwickeln willst, dann machst du vielleicht am besten etwas an der Uni und etwas mit Sprachen und weil du nicht ganz genau weißt, wo du hin willst, machst du vielleicht Latein-Altgriechisch, da kriegst du eine gute Basis und das ist für einen Journalisten eigentlich ein gutes Studium. Das habe ich dann auch gemacht, kam dann nach Lüttich, ich vergesse den ersten Tag auch nie, als Deutschsprachiger spricht man natürlich nicht perfekt Französisch und kam da an und alles auf Französisch und der erste Unterricht war ein Fach in Altgriechisch, das ich in der Schule auch nie hatte. Ich hatte nur Latein. Ja, BS in St. Vith gab es kein Altgriechisch mehr und verstand wirklich nichts. Ging nach Hause und dachte mir, wie soll das hier enden? Ne? Und dann hat man sich in Lüttich eingelebt und hat neben den vielen Feiern auch viel gelernt. Auch so ein alter Grundsatz, wer arbeitet oder wer viel feiern kann, der muss auch viel arbeiten und das habe ich dann auch da angewandt und habe dann mein erstes Studium relativ, das war viel Arbeit, aber ich habe es relativ geräuschlos bestanden, habe aber diese Jahre in Lüttich genossen, muss ich geräuschlos sagen. Geräuschlos? Sage ich jetzt mal so, um den Magister in Europastudien zu machen, da muss man schon etwas dazu haben, oder? An der RWTH Aachen später. Das war dann das zweite Studium, da bin ich dann, also weil ich nach 4 Jahren Lüttich nicht wusste, ob ich tatsächlich Journalist werden will oder ob ich Lehrer werden will, das war auch eine Möglichkeit. Ich fühlte mich da auch irgendwie zu jung. Ich war da knapp 22. Wie der Zufall so will, fällt bei mir ein Papier auf den Tisch und da steht Europastudien in Aachen. Europa fand ich damals schon tatsächlich als Idee faszinierend und habe ich mir gedacht, das ist etwas, das könnte ich noch während anderthalb Jahren machen und dann weißt du wahrscheinlich, was du werden willst und da habe ich mich dann eingeschrieben. Und bin dann nach Aachen gezogen. Wie ist Pascal Arimo zur Politik dann gelangt? Kam das über die Schiene, dass er liebäugelte, nach Europa zu kommen? Nö. Oder war das ein ganz anderer Basis? Überhaupt nicht. Das war nie mein Plan, Politiker zu werden oder von der Politik zu leben. Politisch interessiert war ich sehr früh. Erstens wegen dem Ozonloch, das war so ein Einstieg in, wie sollte man Regeln machen, damit Dinge wie Ozonlöcher verhindert werden können oder dass die wieder zugehen.
Stichwort Klima, das war sehr früh, das war so mit 15, 16. Da habe ich schon sehr früh irgendwo mich mit Politik beschäftigt. Und in meinem Abiturjahr gab es auch Leute, die politisch schon sehr interessiert waren, die auch schon deren Väter in Parteien waren. Und da habe ich mich dran gerieben und daraus auch entwickelt, dass ich in die Richtung nicht wollte, sondern in eine andere Richtung wollte. Aber Politik aktiv betreiben, die Idee hatte ich eigentlich nie. Und selbst als ich da in Aachen studierte, war das nicht vor dem Hintergrund, ich will irgendwann mal ins EU-Parlament zum Beispiel. Ne, das war überhaupt nicht der Gedanke. Aber in dem Studium mussten wir ein Praktikum machen. Das war eine Voraussetzung, um dort weiter und das Diplom zu kriegen. Und dann habe ich unserem ehemaligen EU-Abgeordneten, dem Mathieu Grosch, damals einen Brief geschrieben. Und dann hat er mich kontaktiert, ja, du darfst hier einen Monat arbeiten. Und so ist das eine zum anderen gekommen. Und wie der Zufall so wollte, habe ich dann diesen Monat Praktikum bei Mathieu in Brüssel gemacht. War das schon da prädestiniert, CSP beizutreten? Nö, überhaupt nicht. Welche Basis lag da im Prinzip? Ich wusste, was ich, total orientierungslos? Nö, ich wusste, was ich nicht wollte, aber noch nicht so wirklich, was ich wollte. Also ich war immer sehr interessiert an Umweltthemen. Das hätte mich vielleicht prädestiniert, um in die Grüne Partei zu gehen. Und ich war aber auch immer, ich bin von Sternzeichen Waage, immer so derjenige, der einen Kompromiss sucht. Und bin katholisch erzogen worden und finde, dass so dieses christliche Weltbild, das sich um den Menschen in seiner Gesamtheit kümmert, für mich immer sehr wichtig war. Es gibt immer etwas Gutes an einem Menschen und das sollte man fördern, so als grobe Zusammenfassung. Das fand ich auch immer wichtig. Und zwischen den beiden so fing es an, dass man sich politisch interessierte. Wenn man dann sich mit Europa beschäftigt, sieht man, dass ganz viele christlich-soziale Politiker Europa in dem Sinne definiert haben, gegründet haben. Und dass aus dieser Tradition auch man dieser Parteienfamilie nahesteht. Ich bin heute noch jemand, der sagt, dass es keine perfekte Partei gibt, dass es aber wichtig ist, dass es Parteien gibt. Dass man eine Orientierung findet, ja, wo man sich wohlfühlt. Aber bevor wir da noch ein bisschen weiter einsteigen, eine ganz andere Sache. Hobbys in der Jugendzeit? Ja, von sehr jung an Fußball. Immer nur Fußball? In all seinen Facetten und Dimensionen. Ich habe dann Jugendmannschaften in Recht und in Amel gespielt. Ich habe dann erste Mannschaft in Recht gespielt, bin dann auch für 3 Jahre nach Weiwatz transferiert worden, oder wie man das nennt. Nee, nicht transferiert worden, bin dann dahin gewechselt, weil meine Freundin aus dem Dorf kam und meine damalige und ich dann da auch Fußball gespielt habe. Und dann wieder nach rechts zurück. Ich habe bis 33 oder 32 erste Mannschaft gespielt. Und das hat meinen Dienstag, meinen Donnerstag und meinen Sonntag definiert. Und ich fand auch immer, dass das Fußballspielen auch mit sehr stark dazu beigetragen hat, dass ich auch meine Studien bestand. Weil man irgendwo die Aggression abbauen konnte? Ja, das war ein Ausgleich, ganz klar. Und das körperlich fit sein trägt dazu bei, dass man im Kopf auch klar ist. Das ist eine gute Basis. Ja, körperlich fit zu sein. Fußball an sich ist eine hervorragende Schule auch. Also mein Sohn ist jetzt 8, er spielt jetzt auch Fußball. Ich finde, das ist eine sehr gute Schule, wenn man in einem Sportverein, und in einer Mannschaft ist, dass man verlieren lernt, dass man respektvoll auch in der Niederlage ist, dass man versucht, zusammen was zu machen. Das sind so Dinge, die lernt man in so einem Fußballverein sehr gut. Und deswegen war das auch für meine Entwicklung sehr wichtig. Und dann gab es ein zweites Hobby. Das kam etwas später, das war, dass ich Musikfestivals mitorganisiert habe. Das war eine absolute Leidenschaft und ich habe das 5 Jahre gemacht und das war fast noch besser als ein Studium, was ich da gelernt habe. Das heißt, Sie sind der Musikbranche sehr nahe gekommen und es kamen die Riesenveranstaltungen in der Eifel damals. Genau, das war das Live-Festival. Da war Pascal Arimont voll involviert. Aber volle Pulle. Ich habe das als Hobby auch immer angesehen. Ich bin da auch mit im Organisationsteam gewesen, habe dann meinen ganzen Sommer damit verbracht, dieses Festival zu organisieren. Immer im Team und immer mit anderen Leuten und war da finanziell nicht involviert, habe auch da keinen Cent verdient, habe das wirklich nur gemacht, weil mir das Spaß macht und weil man da mit diesen Bands, mit dieser Musikbranche direkt in Kontakt kam. Mit dieser Showbranche. Ja,
mit dieser sehr eigenartigen Welt, sehr merkwürdigen Welt auch in Kontakt kam und ja, auch etwas auf die Beine stellte. Das war mal, das war auch faszinierend, dass man so als kleines Dorf, wir waren damals in Emmels und in Gut Eid in der Nähe von St. Vith, dass man in dieses Dorf, auf diese Wiese dann eine Bühne baut und dahin dann 3.000 bis 4.000 bis 5.000 Leute kommen. Das war faszinierend. Das heißt mit anderen Worten, wer sich einbringt, kann auch Leistung bringen, oder? Ja, ohne Einbringen wird nie etwas funktionieren. Und da, das war wirklich jede freie Minute fast neben dem Studium oder der Arbeit und dem Fußball und der Freundin war dann tatsächlich für diese Sache da. Apropos Studium, 1998 ging es dann aber richtig los, oder? Ja, das war auch eher nicht wirklich geplant, aber es hat sich danach als wichtig herausgestellt. Also ich habe dieses Praktikum da gemacht bei Mathieu Grosch. Und just in dem Moment, wo mein Praktikum sich also endete, das war, glaube ich, April 98, hörte sein damaliger Assistent auf, der heutige Bürgermeister von Kelmis, der Luc Frank, der hörte auf und der schlug dann Mathieu Grosch vor, ja, ich habe jetzt hier den Praktikanten, der kann das ja dann bis zur nächsten Wahlperiode, das war noch ein Jahr, kann der ja Assistent sein. Und dann hat man mir freitags gesagt, hör, wenn du möchtest, kannst du Montag hier als quasi Mitarbeiter anfangen. Ich wohnte aber in Aachen. Ich musste noch eine Endarbeit schreiben fürs Studium und du kriegst freitags gesagt, montags kannst du anfangen. So, und dann ist so, ab und zu gibt es so Momente, dann sollte man auf seinen Bauch hören und nicht so viel nach Problemen suchen, sondern einfach machen. Und dann habe ich das gemacht, bin dann montags in Brüssel bei einer Bekannten eingezogen für einen Monat oder für zwei, habe mir dann eine Wohnung gesucht und war dann während einem Jahr Halbtagsassistent im Parlament. Und das Halbtags ist wichtig, denn das hat zu etwas anderem geführt. Und zwar wollte ich Niederländisch lernen. Und dachte mir, dann schreibst du dich an der Uni ein, in ein Fach auf Niederländisch. Und das, was mir am meisten so ein bisschen zusagte, war dann Jura oder Rechtswissenschaften. Dann schreibe ich mich da in die Uni ein. Die lag ja, so einen Kilometer vom Parlament entfernt. Das konnte ich dann ziemlich einfach kombinieren. Halbtags arbeiten und die andere Hälfte ging ich dann mich in Unterrichte setzen auf Niederländisch, um die Sprache zu lernen. Und dann hatte ich dieses Jahr fertig und hatte dieses Jahr bestanden und sprach dann auch ganz gut Niederländisch. Und daraus ist dann entstanden, okay, wenn du dieses Jahr schaffst, schaffst du vielleicht auch die anderen. Und daraus hat sich entwickelt, dass ich dann Ganztagsassistent wurde. Und dann konnte ich nicht mehr übertags studieren, sondern habe das dann abends gemacht, in Abenduni. Von 6 bis 9 in Neulöwen, 3 Jahre. Ja, und dann 2002. Mit einem super Abschluss, oder? Ja, habe ich dann auch beendet und war dann Jurist. Und damals bestand die Möglichkeit, dass ich weiter im Parlament arbeiten konnte. Oder, und das war mir von Anfang an super wichtig, völlig eigenständig, unabhängig von all diesen Politikbereich werde und mein eigenes Geld verdienen, wenn ich mal irgendwann Politik machen sollte, dann so, dass ich immer wieder in einen Beruf zurückkomme. Das heißt, könnte. Die Anfangsschritte in der Anwaltsform, sage ich jetzt mal, war dann Brüssel, ja, oder? Ja, das war in einer größeren Wirtschaftskanzlei in Brüssel, wo ein Eupener auch drin war. Und das waren die ersten 2 Jahre und dann im Jahr 2004 habe ich diese Kanzlei verlassen und bin nach St. Vith zurückgezogen, aus Gründen, aus privaten Gründen, aus Gründen, weil man, oder ich zumindest das Gefühl hatte, dass ich nicht in Brüssel mein Leben verbringen möchte, auch keine Familie gründen wollte. Das sollte ich in der Eifel oder das wollte ich in der Eifel machen. Und dann habe ich Praktikum weitergemacht in einer Kanzlei in St. Vith und Malmedy. Und da bin ich dann auch irgendwann dann Partner geworden und das war dann auch meine Kanzlei. Also dann war ich Anwalt mit Leib und Seele und das ist ein Beruf, der tatsächlich faszinierend auch war und den ich sehr, sehr gerne ausgeübt habe und vor allen Dingen in der Form, wie ein Landanwalt Anwalt ist. Das heißt, man ist zwar Jurist, aber man ist für die Leute, die zu einem kommen, so ein bisschen mehr auch. Man ist der Beichtvater. Auch ein bisschen, nicht Beichtvater, aber man ist vielleicht auch so ein bisschen auch Sozialassistent. Man ist ja so die letzte Hoffnung in wirklich verzweifelten Situationen. Man
man ist sehr persönlich mit diesen Leuten. Man kennt die ja auch meistens. Machen wir einen kleinen Sprung. Ja. Und zwar steigen wir so ein bisschen ein in die politische Laufbahn. Von 2009 bis 2014 Fraktionsvorsitzender der CSP im Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft. Was hat das für Sie als Volksvertreter im Sinne gebracht? Die Einsicht, dass es gut und richtig ist, da wo man lebt, sich auch politisch zu engagieren. Mhm. Der Schritt in die Politik war früher, der lag, glaube ich, so 99 oder 2000, wo ich dann auch aktiv darüber nachgedacht habe, selbst in eine Partei zu gehen, selbst vielleicht irgendwann mal Politik zu machen. Aber Politik macht man nicht so einfach, sondern da gibt es Wege, die man gehen muss, um dann irgendwann mal auch ein Mandat anstreben zu können. Das heißt, ist das politische Geschäft heute komplizierter als wie früher? Nö. Nein? Das Politik machen ist ein Handwerk auch. Mhm. Und es gibt die, die das redlich machen und die, die es gut versuchen. Und es gibt die, die es weniger redlich machen oder weniger gut. Das muss dann der Bürger dann in dem Sinne entscheiden, wie man es macht. Mhm. Aber es ist der einzige Unterschied, den ich jetzt wenn ich jetzt vergleiche, als ich Politik begann und Fraktionsführer auch wurde, ist, dass es damals keine sozialen Medien gab. Das ist tatsächlich ein Unterschied. Steigen wir kurz da ein. Ja. Vorteil oder Nachteil? Beides. Die Politik machen, benutzen das ja auch. Mhm. Und wer sagt, soziale Medien sind völliger Mist, der lügt sich ja selbst in die Tasche, weil man es ja selbst benutzt, um zu erzählen, was man tut, um zu sagen, wo man gerade war oder welche Dinge man bewegen möchte. Aber es ist tatsächlich so, dass und vor allen Dingen in den letzten 2-3 Jahren, das schon sehr, sehr direkt wird. Und manchmal zu persönlich? Ja, es ist auch teilweise sehr beleidigend. Ne? Mhm. Das sind Personen, die auch diese Scham ablegen, zu schreiben, was sie denken, das ist ja okay, aber das geht auch oft unter die Gürtellinie. Und ich finde, dass man kann mich ja sehr gerne kritisieren, aber man muss mich nicht beleidigen. Mhm. Und das ist so diese Linie, die sich verschoben hat. Hat man das verlernt? Man hat eine gewisse Scham abgelegt in den sozialen Medien. Mhm. Und das ist zu bedauern. Und ich versuche da auch immer gegenzuhalten, indem ich sage, du kannst sagen, was du möchtest, aber sag es in einer Art und Weise, wie du auch mit deinen Kindern sprechen würdest zu Hause. Also so wie die Leute teilweise dort schreiben, so würden sie niemals mit ihrer Mutter reden und niemals mit ihrem Kind reden. Und ich finde, Kritik soll auch und muss sein, aber es gibt eine Art und Weise, sie zu formulieren. Denn aus dieser Art und Weise, wie man dort redet, entsteht extreme Aggression auch. Und wozu das führen kann, haben wir jetzt oft genug auch zum Beispiel im großen Amerika erlebt. Die Geister, die man da ruft, die wird man nicht mehr los. Mhm, und das ist eine Geisteshaltung, die da entsteht, eine Art zu diskutieren, die mir dann sehr, sehr zuwider ist. Also ich habe noch bis heute nicht einmal jemanden beschimpft, weil er eine andere Meinung hat. Ist auch nicht ratsam, denke ich. Ich habe eben gesagt, als junger Mensch habe ich sehr gerne diskutiert und ich hatte immer sehr gerne Recht. Mhm. Das hat sich dann als Anwalt so auch ausentwickelt, dass ich sehr gerne Recht habe und sehr gerne meine Fälle gewinne. Das ist ja auch normal, davon lebt man ja auch. Aber in der Politik auch, ich habe sehr gerne Recht. Aber das heißt nicht, dass ich dich beschimpfe, weil du eine andere Meinung hast. Wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass Sie ja heute die Position eingenommen haben, EU-Abgeordneter der deutschsprachigen Gemeinschaft zu sein? War das ein Zufallstreff? War das so vom Himmel gefallen? Nee, absolut nicht. Das war schon... Weil Mathieu Grosch war ja damals der Vertreter. Ja, genau. Und war das einfach so Stabübergabe? Nein, das war überhaupt nicht Stabübergabe. Das war... ich habe bei ihm 4 Jahre gearbeitet und das Gefühl entwickelt, dass das etwas ist, was mir sehr zusagen würde, weil ich die Grundidee der Europäischen Union in all seinen Dimensionen, mit all seinen Unzulänglichkeiten nach wie vor und damals als den einzig richtige Weg empfunden habe. Nun war Mathieu Grosch, viele Jahre EU-Abgeordneter, hat sich für ein spezifisches Gebiet eingesetzt.
und Sie sind total in einer ganz anderen Richtung unterwegs. Hat sich das automatisch so ergeben, weil das Gebiet, was Mathieu Grosch betreute, absolut nicht Ihre Domäne war? Nö, er war im Transportausschuss und hat 20 Jahre lang Transportpolitik gemacht. Und man muss sich auch irgendwo so ein bisschen spezifizieren, wenn man in diesem großen Parlament arbeitet, weil man sonst wird man nie Verhandlungsführer für irgendwas und nie kriegt man die schönen Akten, die man dann verhandeln kann. Nö, das hat sich so entwickelt. Ich war dann für Verbraucherschutz, ich war dann für Regionalentwicklung, also für das, was wir auch hier bei uns sehr stark, zum Beispiel durch das Programm Interreg kennen. Für diese Dinge habe ich mich dann sehr stark eingesetzt, durfte die Texte auch selbst schreiben danach. Aber die Grundannahme oder die Grundvoraussetzung, warum ich EU oder ins EU-Parlament wollte, war diese Grundannahme, das ist etwas, was gut ist und was wir schützen müssen. Und auch diese Ebene gilt es aus der deutschsprachigen Gemeinschaft zu vertreten. Und wir haben das große Glück, dass man so ein Mandat hat. Deswegen fand ich es wichtig, dass mein Weg irgendwo in diese Richtung geht. Das war auch parteiintern immer so definiert. Er interessiert sich tatsächlich sehr für alles, was EU angeht und betrifft. Und ja, und dann muss man sich erstens mal intern durchsetzen. Man muss auch eine gewisse Kompetenz vielleicht beweisen. Und dann muss man eine Wahl gewinnen. Und das ist etwas, was ich immer wieder gerne den Leuten erklärt. Dass Wahlen an sich ist ja das Hochamt jeder Demokratie, aber ist für denjenigen, der sich wählen lässt, ein sehr eigenartiger Moment. Inwiefern? Weil man sich überall hängen sieht. Jeder Politiker ist in einer gewissen Weise eitel. Ich wollte gerade sagen, ist das eine Form von Eitelkeit? Ja, nee. Und das wollte ich gerade sagen. Jeder Politiker ist in irgendeiner Form eitel, aber ich hasse es, wenn ich mich auf Plakaten hängen sehe. Ich kann mich auch eigentlich nie irgendwo in Interviews, die so laufen. Ich werde mir dieses Interview vielleicht ein, ich mag das nicht, mich selbst zu gucken. Das hört sich blöd an, ist aber so. Und man wird bewertet für seine Arbeit nach Kriterien, die man selbst nicht festlegt. Das heißt, Wahlen und die deutschen Wahlen haben es ja jetzt wieder gezeigt. Es wird ein Mensch bewertet nach Kriterien, die man selbst nicht kennt auch. Ob jemand ein Kreuzchen bei mir macht oder auch nicht, hat tausende Gründe, die mir unbekannt sind. Und das hat oft mit Sympathie zu tun, das hat oft mit der Körpersprache zu tun. Ich habe jetzt im Deutschen Wahlkampf gelernt, dass entscheidend in diesen Wahldebatten, in den Triellen, ist nicht, was gesagt wird, sondern wie man steht. Und wie man dann reagiert, die Körpersprache. Das sind Journalisten, die dieses total auswerten. Und ich denke, das gibt keinen Aufschluss darauf, was diese Politik bzw. dieser Politiker kann und was in ihm steckt. Kommen wir da gerade zurück und wollen da noch ein bisschen vertiefen, weil die Zeit wird ein bisschen jetzt so schmalspurig. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen noch kurz einschwenken zur EU-Politik. Sie haben dort einen Riesenvorsitz. Welcher ist das genau? Nämlich, Sie sind etwas verantwortlich, da geht es sich nicht um 3,50 Euro. Ja, ich durfte einen Hilfsfonds durfte ich verhandeln. Da ging es darum, dass der Brexit, der dann eine Wirklichkeit geworden ist und wo man auch jetzt sieht, was das in Großbritannien vor allen Dingen für Folgen hat. Also die Leute haben Weihnachten wahrscheinlich nicht genug, also weniger zu essen als gedacht und kein Sprit. Hört sich makaber an, aber ist eine Tatsache. Ist eine direkte Folge von dem Brexit. Und wir haben dann. Darum soll man Europa schützen in dem Sinne und schauen, dass man jeden Tag dafür arbeitet, oder? Ja, und man sollte auch nicht die Augen schließen davor, dass vieles in Europa tatsächlich nicht gut funktioniert, aber ganz vieles auch gut funktioniert. Nur das erwähnen wir nie. Und das wird total als Selbstverständlichkeit angenommen. Also dass vieles funktioniert, empfinden die Menschen als ganz normal. Alles, was nicht funktioniert, finden sie als furchtbar schrecklich. Und dazwischen gibt es eine Wahrheit, die stimmt. Mhm. Und dieses Brexit war natürlich ein Symbol dafür, dass erstens
ein ganzes Land sich von der EU abwendet. Mhm. Wobei es nur 52% waren, aber die wenden sich ab. Das gibt natürlich zu denken. Und in der EU haben wir dann so einen Hilfsfonds aufgelegt mit 5 Milliarden Euro oder 5,4 Milliarden Euro, der dann an die Länder verteilt wurde, die dann direkt von dem Brexit auch bei uns betroffen sind. Flandern zum Beispiel ist ein Gebiet, was sehr viel Handel mit Großbritannien betrieben hat. Das ist jetzt viel schwieriger geworden. Man muss viel mehr Papiere ausfüllen, man muss Genehmigungen einfordern, man muss kontrollieren. Und deswegen gibt man diesen Regionen und diesen Unternehmen dann eine Entschädigung, damit sie diese Kosten auffangen können. Wenn ich Sie in einem anderen Interview mal diesbezüglich gefragt habe, haben Sie gesagt, das trägt sich sogar runter bis zur deutschsprachigen Gemeinschaft. Ja, das ist Geld, das auch für Unternehmen hier in der DG, dass man aufrufen kann. Das sind 5,4 Milliarden, das ist unfassbar viel Geld. Aber auf Ebene der EU ist das eigentlich ein kleiner Fonds. Wir haben jetzt einen Hilfsfonds für die Covid-Folgen auferlegt von 750 Milliarden Euro, der auch, von dem die DG jetzt 50 Millionen kriegt. Mhm. Mit den 50 Millionen werden Computer angeschafft für die Schulen, werden Sozialwohnungen renoviert, wird Glasfaser gelegt. Also das ist Geld, was von der EU direkt hier. Also es ist wichtig, einen Mann von unserer deutschsprachigen Gemeinschaft mit in der EU sitzen zu haben, der die Bedürfnisse auch mal mit an die Tagesordnung bringt. Oder? Ja, und es ist, ich sehe meine Rolle, man ist natürlich in einer großen Entscheidungsmaschine da. Und da ist man einer von 700. Das heißt, zu behaupten, dass ich jetzt jemand bin, der dort alle Entscheidungen durchbringt, das ist ja falsch. Man ist immer nur Teil von einer Fraktion und die ist ja auch nie, die hat ja auch nie 50% der Stimme. Das heißt, es geht darum, Verbündete zu finden, um Ideen dann am Ende des Tages durchzubringen. Mhm. Das ist das Erste. Und das Zweite, sehe ich meine Rolle auch darin, sehr früh an Infos zu kommen. Also ich weiß sehr früh, nach welchen Kriterien welches Geld ausgegeben werden wird. Und dementsprechend haben wir auch einen direkten Draht hier mit der Regierung aufgebaut, um diese Infos direkt weiterzugeben. Dann kann die Regierung damit dann auch Anträge stellen und selbst schon Investitionen planen, die mit EU-Geld gemacht werden können. Das war beim Hilfsfonds so, das ist bei dem Brexit-Fonds so, das ist zum Beispiel bei Interreg, dem Programm grenzüberschreitend so, bei anderen Programmen, die jetzt auferlegt wurden. Da sehe ich meine Rolle tatsächlich sehr früh an die Info kommen und diese weitergeben, damit man da als DG von profitieren kann. Pascal Arimo, schafft man das alleine? Sage ich jetzt mal, Sie sind Abgeordneter der deutschsprachigen Gemeinschaft in der EU, aber Sie müssen noch Mitarbeiter haben, oder? Ja. Weil alleine kriegt man das doch nicht so alles gestemmt. Nee, und das ist... Die Fühler überall so haben, geht nicht, oder? Nee, ich habe dreieinhalb Mitarbeiter, drei in Brüssel und einen in Eupen, in meinem Büro in Eupen. Mhm. Viele Menschen fragen mich auch, wie sieht dein Alltag aus? Also mein Alltag besteht tatsächlich darin, dass ich morgens oft um 5 Uhr von Büllingen nach Brüssel fahre, während 3 Wochen und dort von morgens bis abends in Terminen, in Ausschüssen Akten wälze. Das ist tatsächlich so. Und das ist mit sehr viel Lesen verbunden, sich einlesen, sich studieren, Leute treffen, die in einem Thema was sagen können, die eine Meinung dazu haben. Das ist von morgens sehr früh bis abends recht spät. Und dann fahren wir eine Woche nach Straßburg, wo wir abstimmen. Und um das zu machen, brauche ich tatsächlich Leute, die mir das vorbereiten. Ich bin in einem Monat stimmen wir zum Beispiel über 50 dicke Dinger ab. Und diese dicken Akten, die muss ja jemand mit mir bearbeiten, muss Noten schreiben, muss Recherchen machen. Und das machen bei mir jetzt die drei Brüsseler Mitarbeiter. Und die sind auch von morgens bis abends damit beschäftigt, einen kleinen Teil der Dinge zu bearbeiten, über die ich abstimmen muss. Mhm. Und dann gibt es den ganzen anderen Rest, den ich nicht bearbeiten kann. Das müssen dann, sage ich mal, die Fraktion machen. Die haben ja auch Mitarbeiter und die arbeiten einem dann noch zu. Aber ich persönlich bin froh darüber, dass man mir finanziell in dem Sinne hilft. Das ist ein Budget, was die Europäische Union jedem Abgeordneten zur Seite stellt, um Mitarbeiter zu bezahlen. Und das ist auch die EU, die das dann regelt mit Verträgen und alles. Also ich habe da eigentlich sehr wenig mit. Ich darf nur entscheiden, wer für mich arbeitet. Und die sind für mich super wichtig, weil das ja meine Vertrauenspersonen sind und die, mit denen ich quasi dieses Mini-Unternehmen EU-Abgeordneter dann führen muss. Das ist tatsächlich ein
etwas vergleichbar, als ob man so ein kleines Unternehmen führt, wo man ja, eine Richtung angibt, wo man sagt, das und das müssen wir jetzt tun. Und extrem spannend und sehr, sehr interessant nach wie vor. Ich denke, kommt keine Langeweile auf. Aber Herr Pascal Arimo, auch so eine Sendezeit geht mal langsam zu Ende. Aber schon. Ich hätte gedacht, ja, schade. Es gibt noch ganz vieles. Aber das können wir ja dann noch in den Rundfunktipps, die wir ja immer beide so haben. Einmal im Monat sprechen wir ja so ein bisschen zusammen. Eine ganz andere Richtung. Pascal Arimo hat drei Wünsche frei. Was wären so seine drei Wünsche, die er für die Zukunft sieht? Privat, politisch oder EU-mäßig? Meine Wünsche sind immer sehr privat. Kann man da etwas erfahren? Nö, also das sind wahrscheinlich die Wünsche, die jeder für sich und seine Familie hat, dass man gesund bleibt, dass aus seinen Kindern selbstbewusste, ehrliche Menschen werden und dass man in der Familie schöne Momente erlebt oder mit Freunden. Wenn das gewährleistet ist, ist alles andere an sich unwichtig. Und politisch wünsche ich mir nichts. Ich arbeite daran, dass meinen Kindern eine bessere Zukunft oder eine gute Zukunft gewährleistet ist. Das ist der Grund, weshalb ich Politik mache. Ich lebe nicht von der Politik und ich werde auch nicht ewig Politik machen. Deswegen ist das etwas, was ich mit sehr viel Leidenschaft mache. Aber immer im Kopf habend, ich bin nicht abhängig davon. Und das ist wichtig. Denn das führt auch dazu, dass man frei denken kann und sich auch entgegen gewisser Logiken mal seine eigene Meinung denkt oder schafft und die auch vertritt. Und das ist in der Politik, glaube ich, sehr wichtig und das fehlt auch oft in der Gesellschaft, dass man eine eigene Meinung hat, die vertritt und dabei auch bleibt, egal was kommt und auch mit den Konsequenzen rechnet, die das dann mit sich bringt. Und deswegen, das ist wichtig, ja. Wir sprachen, werte Zuseher und Zuhörer, mit Pascal Arimo, EU-Abgeordneter der deutschsprachigen Gemeinschaft. Und ich denke, wir konnten einiges über die Person Pascal Arimo erfahren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.